Guck mal, zack. Sehen wir gut aus, wir sehen gut aus, wird neu geschnitten. Ja, Zug der Liebe, deine Meinung dazu. Ist es notwendig, ist es wichtig, was soll die ganze Aktion? Also auf jeden Fall, ich finde die Aktion total erstmal happy. Es war einmalig in Berlin, was so viele Kilometer durchgelaufen sind und so viele Leute mitgegangen sind. Unter das Motto, na klar, ist ja eigentlich eine politische Veranstaltung und keine Love Parade wie damals, die wir alle mal kennengelernt hatten. Und ich nehme an, ganz einfach, sind auch viele mit anderen Interessen dabei, aber die Musik ist erstmal geil, mitzumachen und einfach zu sehen, wie Berlin auch mal... Zug der Liebe war Hammer, wirklich voll geil. Ich werde hier gerade unterbrochen. Standing Ovations, Peace, Love and Harmony, Bitches! Woo! Zwei Brummelis. Zug der Liebe. Wir stehen hier an Stralauer Straße, Elsenbrücke. Der Zug wurde etwas vorzeitig beendet, da es eine Unwetterwarnung hier in Berlin gibt und der Zug nicht über die Elsenstraße fahren darf. Also endet der Zug hier genau an der Stralauer Allee. Es kommen Leute, es soll wohl sehr angenehm gewesen sein, so sagte man es mir. Wir können ja mal kurz fragen. Hallo, mal kurz eine Frage zum Thema Zug der Liebe. Italy. Do you speak English? What do you think about this action here, about the train of love? Very, very good. Come closer. It's very, very good, the parade. Yeah. Also er findet diese Love Parade, wie er sagt, sehr toll und sie sind aus Italien hier. Selbst Menschen aus aller Welt sind hier in Berlin, um den Zug der Liebe zu beobachten, mitzutanzen für Friede, Freude und ein wenig Eierkuchen hier aus Berlin. Zug der Liebe 2015. Was nimmt man so mit an diesem Tag? Jede Menge gut gelaunte Leute, alle zufrieden, alle glücklich, nur am Party machen. Richtig schöne Veranstaltung, kann ich nur empfehlen. Angesichts der politischen Situation weltweit, macht es überhaupt noch Spaß, jetzt unter Mensch Party zu machen? Ja, das muss man so sehen, ja. Wenn wir jetzt keine Party machen, ändert sich an deren Situation auch nichts, ja. Es geht darum, eine schöne Zeit zu haben. Und dann im Real Life, im normalen Leben, für die guten Dinge einzutreten. Ja. Aber morgen spricht man noch darüber oder ist es dann morgen schon wieder vergessen? Nee, das ist schon ein Thema, auch bei uns in der WG. Das wird lange und ausführlich diskutiert werden. Bist du aus Berlin? Nein. Und wo kommst du denn? Aus Aschaffenburg. Aschaffenburg. Okay, wir können es nochmal machen. Ganz kurz nochmal. Was nimmt man mit? Zug der Liebe 2015. Jede Menge gut gelaunte Leute, Party ohne Ende und einen Heidenspaß. Macht es angesichts der der Situation weltweit überhaupt noch Spaß, Party zu machen in Berlin oder überhaupt in Deutschland? Natürlich, ja. Das eine hat mit dem anderen jetzt vordergründig nichts zu tun. Und ich denke, jeder soll die Liebesbotschaft mit ins Leben tragen und dann einfach das Leben anderer besser machen und sich für bessere Dinge einsetzen. Ich bin nicht so. Also ficken für den Frieden nach dem Motto. Wunderbar. Ficken für den Frieden. Okay. Wunderbar. Wo kommst du her? Erzähl mal. Wo ich herkomme? Ey, yo, hey, what's up? Ey, yeah. Yo, my name is CJ on the block und so. Ey, ich komme aus Berlin, ja? Ja. Ja. Und wie gehst du damit um? Heute wird hier gefeiert und woanders sterben Leute. Kann man das so hinnehmen oder ist das jetzt ein Tag, wo man einfach mal die Sau rauslassen möchte, ficken für einen Frieden und morgen kommen wir dann wieder auf den Boden der Realitäten zurück? Oder wie siehst du das? Also heute ficken für den Frieden und morgen wird es wieder weitergetrieben, meinst du, oder was? Nein, was Sinnvolles tun, mehr sich politisch auch dazu politisch bewegen, ja. Ich kann das gar nicht politisch sagen. Das Ding ist, ich befürworte für ein freies Leben, verstehst du? Ein freies Leben für jeden, ja? Das bedeutet nicht nur für heute, sondern für jeden Tag. Jeder soll sich frei fühlen und sich frei äußern können. Ich spreche nur so gut Deutsch, weil ich es aufgezwungen wurde und natürlich auch Ehrgeiz dazu, ja? Na, du musst ja Deutsch reden, ist ja nun mal die Amtssprache in Deutschland. Wird sich ja auch, wird ja den Gedanken kommunizieren, ne? Die meisten Reaktionen von den Menschen ist so, die sprechen mich irgendwie an und dann merken die, ja, ah, der Junge kann doch Deutsch. Auf einmal mit einem Respekt, verstehst du? Weißt du? Und das ist it. Das ist klasse. Also ein Berliner, der mehr Farbe zeigt, mit anderen Worten. Genau. Jeder Mensch gibt so viel, wie er geben kann. Der eine
so viel, dass es für den anderen so wenig aussieht. Und der andere so viel, dass es für den anderen wenig aussieht. Ja, Mann, this is it! Sound of Freedom Time, a.k.a. Soft, Mr. Babush on Berlin. Also ich muss sagen, das war ein toller Umzug. Was wir mitgekriegt haben, war Friede, Freude, Eierkuchen, ohne Stress. Geile Mucke, war hammergeil. Was war denn die Hauptmusik? Techno oder German Music oder Club Sounds? Oder? Nee, Techno. Techno, ganz klar Techno. War auch gut so, fand ich super. Ist der Zug der Liebe die Reinkarnation der Love Parade oder was ganz anderes Neues? Ob man das mit der Love Parade vergleichen kann, kann ich nicht beurteilen, aber... Kommt ja nichts mehr durch, ne? Wer sind Sie denn? Touristen in Berlin. Das haben wir auch, ja. Es geht ja um die Konflikte, die wir weltweit haben. Und jetzt feiern, passt das? Ich höre mich ganz gut, ja. Also, es geht weder um die Islamisten noch sonst was. Es geht einfach darum, seinen Nächsten zu lieben. Es geht darum, die Menschen zu respektieren. Deshalb ist die Demo auch da, um die Menschen zu respektieren und alles. Es geht darum, um neue Menschen kennenzulernen. Es geht darum, einfach friedlich zu sein, um nicht mehr diese Aggression in Berlin. Berlin ist einfach ein Multikulti-Stadt, da kann man auch nichts gegen sagen. Aber es gibt halt viele Menschen, die Probleme machen. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, ey, wir gehen auf diese Veranstaltung, wir trinken mit Menschen zusammen, wir lernen neue Menschen kennen und es ist einfach schön. Eine wunderbare Message. Dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß und pass auf dich auf. Eine wunderbare Statement, was ja, du abgeben hast. Dankeschön. Kamera. Danke. Ja. Ja. Wo kommst du denn her? Was ist denn hier los? Ich komme aus Wedding. Aus dem Wedding. Jetzt hier im Osten der Stadt. Ja, was ist denn nun mit Zug der Liebe? Alles soweit gut gelaufen oder hätte es besser sein können? Alles Bombe, alles Bombe. Das Wetter war angenehm, die Leute sind angenehm. War alles Bombe. Für alle die, die noch nicht hier waren nächstes Jahr oder wann auch immer, wiederkommen. Ist es die Wiedergeburt der Love Parade oder was ganz anderes, Neues? Nein, alle Leute sind zufrieden, alle Leute machen, was sie wollen, alle machen ein Ding, machen Feiern. Also Feiern für den Weltfrieden? Auch. Das hört man gern, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn viele Leute feiern, fallen alle anderen mit. Das sollte so sein. Euch einen schönen Tag, schöne Grüße nach Wedding, ja? Hier ein paar Interviews aus der Stralauer Straße hier in Berlin. Die Leute sind gut drauf, geben wunderbare Statements ab und macht einfach Laune und Spaß, die Leute hier zu fragen. Die Jugend feiert hier, die Jugend feiert und das ist auch ganz gut so. Wir sind hier in der Stralauer Straße. Der Zug der Liebe hat heute frühzeitig hier geendet, weil aus Sicherheitsgründen die Leute nicht über die Brücke dürfen. Und hier sind Leute aus Tempelhof, hat er gesagt. Komm mal hier ans Bild rein und da ist er. Hallo Leute, der Zug der Liebe ist echt genial. Ich würde euch nur empfehlen. Genau. Und komm, wir wechseln mal die Seiten hier. Okay, ich komme mal hier rüber, mein Freund. Und meinst du nicht, dass der Zug der Liebe so eine Wiedergeburt der Love Parade ist? Oder ist auf ganz jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist eine richtige Wiedergeburt der Love Parade. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir, Bruder? Also, das ist echt eine richtige Wiedergeburt der Love Parade. Ich kann so jedem empfehlen. Es ist ein Muss für jeder Mann. Also, wir ficken für den Frieden, mit den anderen Worten. Richtig, mein Freund. Okay, richtig. Ich wünsche dir alles Gute. Ihr könnt mich gerne wiedersehen. Dominik-player49@hotmail.de. Das ist meine E-Mail-Adresse für euch, Freunde. Haben wir gehört und werden wir selbstverständlich auch so ausstrahlen oder senden. Ja, Zug der Liebe hier aus Berlin, nicht weit von den Trap Towers da hinten. Und die Leute sind gut gelaunt, sie feiern, sie tanzen, sie bringen Hoffnung mit, sie wollen sich kennenlernen und auf ihre Art auch die Welt hier verändern. Und wir schauen uns das einfach ein bisschen an und versuchen noch Stimmen zu fangen, einzufangen. Es ist sehr, sehr windig. Wer ist denn jetzt da? Also, Zug der Liebe. Ja, du bist größer als ich, ja. Kommt her. Bin ich größer ja. Als ich? Natürlich, als du, ja. Jetzt, das können wir auch ändern. Muss ja nicht mehr, nein, da muss ich noch Stelzen anziehen. Hör auf, hier auf. Du machst. Größer, wie ich sage. Nein, ich will ja gar nicht größer sein als du, nein. Zug der Liebe 2015. Was nimmst du denn da mit? Gentrifizierung! Hier wollte ich erstens sagen und zweitens wollte ich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, was nehme ich gerade mit? Ich habe hier gerade so Flyer von Six bekommen. Keine Ahnung, was ich damit anfange. Schmeiße ich wahrscheinlich weg. Haha, weggeworfen. Kriegst du ein Auto geschenkt? Krieg ich ein Auto geschenkt? Nein, was nehme ich mit? Ja, weißt du, vor 5 Jahren Drama und jetzt fängt es dann, gibt es halt wieder so eine Party. Finde ich irgendwie schön, dass man es trotzdem macht, weißt du? Also, ich nehme Spaß mit. Ich nehme hier, vor allem Berlin hat sich verändert. Ich war hier jetzt ein paar Jahre nicht mehr in Berlin, weißt du? Hier Franzosen, Italiener, Spanier, keiner spricht mehr Deutsch. Wir sind die Einzigen, die hier noch Deutsch sprechen auf der Straße. Da haben wir aber Glück. Finde ich auch. Also haben wir uns integriert.
Wir Deutsche, also vor allem jetzt ich. Ja, du auch. Du hast mehr Farbe als ich. Ich habe mehr Farbe, das stimmt und das nicht im Gesicht. Aber es ist wirklich krass, du musst hier Englisch sprechen, um reinzukommen. Ich habe heute ohne Scheiß, egal wen ich angesprochen habe, immer Französisch, Spanisch, Englisch, keinen deutschen Vorher angesprochen. Wie kommt es denn, dass vielleicht die Leute... Ich glaube, wir werden gerade überfahren. Wir werden jetzt überfahren. Wir müssen mal die Kamera weiter wegnehmen. So, da sind wir. Gerne. So. Wo bist du denn? Da. Liegt es dann vielleicht daran, nochmal, wo bin ich denn? Hier bin ich jetzt auch. Ich muss dich übrigens noch was fragen. Ich weiß nicht, wie du heißt. Wie heißt du? Mein Name ist Carsten Voss von... Carsten, das ist jetzt eine komische Frage, aber Frauen sagen ja, sie stehen überhaupt nicht auf Schnauze. Also meine Freundin zum Beispiel, sie findet meinen Schnauze mega hässlich. Ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich ihn habe stehen lassen. Aber wie findest du Schnauze? Sexy. Also Männer ohne Bart sind wie, ich weiß nicht, muss sein. Übrigens habe ich heute auf dieser Party ganz viele Schnäuzer gesehen und deswegen gehe ich selbstbewusst von dieser Party weg. Vielleicht wollen sie sich ja doch mehr integrieren zum Islam und die Männer tragen ja auch alle der Bart, ne? Also wer nach Berlin kommt, integriert sich mit einem Schnäuzer, habt ihr das verstanden? Männer und Frauen. Frauen mit Bart. Conchita hat es uns ja vorgemacht. Conchita Wurst, du sagst es. Was haben wir eigentlich von der als letztes gehört? Ihm gehört oder es gehört? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Hat nicht so gerockt beim letzten Eurovision Song Contest, aber eine total tolle Persönlichkeit, finde ich. Hey, was sagst du? Hey, guck mal, ja, da ist der Nächste. Komm mal ruhig ran hier. Da haben wir einen von Occupied. Bist du von Occupied oder wie heißt die Gruppe? Was für eine Occupied? So komische Organisation. Das ist eine Bewegung. Ja, richtig. Davon bist du daher, yeah, oder? Gute Laune. Ich bin nur der Praktikant. Ja, komm mal ins Bild, wir wollen dich ja sehen. Die Leute wissen ja gar nicht, wer du bist. Ja, ich bin hier Praktikant und war sehr toll hier. Ja, immer wieder oder? Dauerhafter 8 Wochen lang Praktikum, Betriebspraktikum. Danach stürzen wir die Server der Deutschen Bank und dann kicken wir mal weiter. Das sagst du aber nochmal ins Bild. Also Deutsche Bank, hier habt da eine Hausaufgabe auf, da steht die nächste Generation.